Und ich sage Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Walking Dead. Ja, wir sind mit I'm dem gonna go Zug get Kitty. unterwegs. Hold on tight in case the train stops fast. Okay. Ja, wir sind mit dem Zug unterwegs. Wir haben auch Zuwachs, Gruppenzuwachs bekommen. Der Chuck ist neu zu uns gestoßen. Lilly haben wir ja, hat sich ja verabschiedet. Und leider ist Doug ja gebissen worden und dem geht's halt auch immer schlechter und schlechter. Und Katja hat jetzt gebeten, dass wir Kenny Bescheid sagen sollen, er soll den Zug anhalten. Und ich traue mich eigentlich gar nicht. Ich hab's im letzten Part schon gesagt, ich will nicht anhalten und wir fahren jetzt einfach weiter und irgendwann kommen wir hoffentlich an. Scheiße. Okay, dann. You Ja, need to sagen stop the wir. train. Ja. Komm schon, Katja hat darum gebeten, Mann. Sollen wir ihm den Lappen mal zeigen? Den haben wir hier noch. Damit haben wir Duck das Blut, was er ausgehustet hat, Kenny, weggewischt. what? Ken, what the hell's that? Das Blut deines Sohnes, die Geburtsstunde eines Walkers. Your son's Ja. blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Es tut mir so I'm sorry. leid. I shouldn't talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Oh Gott, ich verstehe den so gut, ey. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu nichts. Hey! Hey. Ja. Damn it, Kitty, open this door! Ich verstehe das so gut. Ich verstehe das einfach so gut. Ja, du kannst doch dem Vater nicht sagen, na, sein Sohn stirbt. Das kannst du nicht machen. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Okay. Oh Gott. Das heißt, ich muss. Ja, da müssen wir Kenny sagen, er muss den Zug anhalten, ne? Ansonsten stirbt der Rest auch noch. Ach du Scheiße. Das widerstrebt mir persönlich allerdings sehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen. You need to stop the train. Okay. Ja, los. Hier, da. Kenny, Da. what? Ken, what the hell's that? Das ist das Blut deines Your Sohnes, son's Mensch. blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Das wird He er won't be. nicht. He's going, Kenny. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Okay, halt den Stop Zug the an. train. Stop it, goddammit! Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? Okay. Beruhige dich, ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Gegen ihn kämpfen, zurückweichen. Ja, dann kämpfen wir halt. You acting like nothing's wrong. And somebody's gotta knock some sense into you. Wow. Ah. Aua. Just leave me the fuck alone! Oh I Gott. don't need you and Doc doesn't need you! Oh Gott, ich verstehe das halt so gut, ey. Oh, 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 I told Kaja I'd get you to stop this, and you bet your ass I'm gonna. Ach, Scheiße. You don't even have a child! You don't know what this is like, you fucker! You're Oh not Gott. helping my family! You're not helping Clementine! You're not helping anybody! Ah, jetzt beruhig dich doch mal. I've Jetzt had krieg your dich back. Don't ein, make me fucking Mensch. regret it. Jetzt ganz ruhig bleiben hier.
Alles wird gut, Kenny. You want to hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Oh Mann, ey. Ja. Okay. Tut mir leid. I'm sorry. Oh Mann. Also normalerweise hätte ich so nicht gehandelt, sage ich ganz ehrlich. Weil das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst einen Vater nicht. Das geht nicht. Überhaupt nicht. Scheiße. Oh, Scheiße. Ken, it's... I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Was brauchst du? I Katja. It's time to... This is not possible. Oh God. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. Oh, God. Das I'll könnte do it. Das no, you don't have to. I'll do it. No. It should be apparent. No parent should have to do something like this. Genau. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, you'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest so Clementine doesn't have to see? Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. Ja, du kannst ja die Eltern nicht. Die können nicht ihren eigenen Sohn erschießen. Das geht ja nur auch nicht. Oh Gott, ey. What's happening? Duck stirbt. Duck is dying. I know. What are you doing? Oh Gott. Ich erlöse ihn von seinem Leid. I'm putting him out of his misery. Oh. Yeah. Look, Clem. Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Oh, Scheiße, ey, was war denn das? Oh, Mann. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Kat, Kat, Katja! Why, Kat? Honey? Oh, fucking God. Scheiße, ey. Oh, mein Gott. Oh, my God. I. Ach, komm, Kenny.
Und nicht Kenny. Oh Gott, ey. Okay. What do we do? Wir können ihn so ja auch nicht zurücklassen. Ich mach das. Ken, komm, das musst du nicht auch noch machen. Du hast, glaube ich, genug durchgemacht. Geh. Okay, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Ah. Sorry. I'm gonna go talk some sense into him. Don't be mad. Ja, das kann er doch Clementine nicht sagen, ey. Was ist das hey. Denn? Hey! How you doing? Wie konntest du sowas zu ihr sagen? No reason you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Cause she is. I don't know much about you folks. But I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow that y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? Wir finden ein Boot. We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. Sie ist ein kleines Mädchen, Mensch. And she'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. Oh, man. They have. Yeah. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. Ja, gut, ganz it's Unrecht something. Hat er nicht, ja. Ich würde aber sagen, wir machen hier im nächsten Part dann weiter. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für ganz viel Geschniefe und Geweine in diesem Part. Das war harter Tobak. Ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.